Sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte, kantonale Regierungsvertreter und Verantwortungsträger in den Verwaltungen. Wir Ingenieurinnen und Ingenieure unterstützen vorbehaltlos die von Ihnen beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise. Falls weitergehende Maßnahmen ergriffen werden müssen, so bitten wir dringend um ein differenziertes und schweizweit koordiniertes Vorgehen. Die USIG vertritt 1000 Ingenieurunternehmungen in der ganzen Schweiz, die meisten davon KMU. KMUs sind systemrelevant. Es ist also von enormer Wichtigkeit, diese zu unterstützen und zu schützen. In questo momento è di primaria importanza portare avanti le nostre attività di progettazione, salvaguardando la salute dei nostri collaboratori e dei loro familiari. È chiaro che una attività svolta da casa permetterebbe o permette di poter comunque lavorare sui progetti senza interrompere la filiera nel settore della costruzione. Chiediamo ai nostri committenti di essere flessibili nel permetterci di lavorare da casa. In fondo nel nostro settore questa digitalizzazione ha portato veramente ad essere in grado di poter affrontare i progetti anche non essendo in ufficio. Bonjour. Dans ces circonstances inédites, imprévisibles et éprouvantes, la première priorité de nos entreprises, après la protection de la santé de nos collaboratrices et collaborateurs, est de préserver l'emploi et nos savoir-faire. Pour y parvenir, il faut maintenir notre activité et ne recourir qu'en dernier ressort au chômage partiel. Il est important de maintenir de l'activité pour soutenir l'économie. Si notre branche peut poursuivre ses prestations, cela nous aidera bien sûr mais permettra à l'industrie de la construction tout entière de redémarrer rapidement ses activités après la crise. Darum fordern wir mit höchster Dringlichkeit den Bundesrat und die öffentlichen Bauherren auf. Unterbrechen Sie die Studien- und Planeraufträge nicht. Für diese Leistungen müssen wir nicht vor Ort sein. Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure können von zu Hause aus an dem Projekt arbeiten. Machen Sie auch keinen Ausschreibungsstopp, denn auch die Angebote können wir von zu Hause aus einreichen. Planerinnen und Planer sind systemrelevant für die Baubranche. Alles, was jetzt geplant wird, kann nach der Krise gebaut werden. Je kontinuierlicher wir jetzt arbeiten können, desto schneller kann die ganze Baubranche nach der Krise wieder aufstarten.